will mein Leben mit dir verbringen. Und ich habe beschlossen, unsere Hochzeit als Neuanfang zu sehen. Und in Zukunft werde ich dir immer vertrauen. Apropos Neuanfang. Jetzt sollten wir mal überlegen, was wir mit der Erbschaft anfangen. Els hier, Ihr Anwalt. Ich wollte Ihnen nochmal zu Ihrem Sieg im Sorgerechtsstreit gratulieren. Viel Spaß noch mit Ihrem Sohn. Auf Wiederhören. Engelchen, manchmal muss ein Mann tun, was er tun muss. Und, ist das Geld aus der Haushaltskasse wieder da? Frag die Haushaltskasse und nicht mich. Aber wenn es jemand weiß, dann Sie. Es ist eine Frechheit. Unerhört. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum du Frau Schneider in dieses Musical eingeladen hast. Sieh mal, Engelchen, es gibt zwei Phänomene auf dieser Welt, die sich alles erlauben dürfen. Ja, das eine bin ich und das andere ist die Liebe. Genau meine Rede. Das ist doch toll. Wie du? Du findest es nicht schlimm? Im Gegenteil. Das muss dir doch nicht peinlich sein. Ach, Papa, ich finde das toll, dass du dich in Frau Schneider verliebt hast. Ja, es kann doch nicht so schwer sein, für einen Sportwagen eine neue Heckscheibe zu besorgen. Ja, natürlich muss er in die Werkstatt. Holen Sie ihn ab. Ja, was weiß ich, wer die Karre demoliert hat. Das ist mir auch völlig wurscht. Hören Sie, ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss mich um meinen Sohn kümmern, ja? Danke. Wenn Sie Ihren Sohn wiedersehen wollen, besorgen Sie 2 Millionen Euro in kleinen Scheinen, unnotiert. Hatten Sie weitere Anweisungen und keine Polizei. Wir haben noch so viel zu erledigen. Das macht mich ganz kribbelig. Oh. Max, entspann dich, okay? Heiraten ist das Einfachste von der Welt. Du stellst dich hin und sagst ja. Klar. Du hast ja auch schon 10 Hochzeiten hinter dir. Nein, das waren 20. Oh, dann bin ich deine 21. Braut. Aber nur, wenn man die ganzen gescheiterten Versuche nicht mitzählt. Mhm. Was ist denn da? Was ist? Genüge ich dir nicht mehr? Nein. Wo willst du dann hin? Das wird eine Überraschung. Du auch? Was? Du auch? Verrätst du mir deine, verrate ich dir meine. Da musst du aber noch bis nach der Hochzeit warten. Das halte ich nicht aus. Umso schöner die Überraschung. Ich freue mich schon auf dein Gesicht. Und ich mich auf deins. Wo ist er? Earl Grey First Flush, bitte. Sehr wohl. Tanja, wo ist er? Wen suchst du denn? Ich zähle jetzt bis 3, dann hast du mir meinen Sohn zurückgebracht. Ansonsten rufe ich die Polizei. Earl Grey First Flush. Na schön. Diesmal hast du den Bogen überspannt. Kannst du mir mal sagen, was dein idiotischer Auftritt hier soll? Dann sag ich dir, Tanja, Kindesentführung ist kein Spaß. Ich bring dich für Jahre in den Knast. Hör auf mit dem Unfug! Erst wenn du mir meinen Sohn zurückgibst. Ich? Du hast ihn mit deinen Intrigen doch an dich gerissen. Ach, dann ist dieses Kunstwerk hier wohl nicht von dir. Mein Gott. Er ist wirklich entführt worden. Du sagst mir jetzt, wo er ist und wir vergessen das Ganze. Eins sage ich dir, Ansgar. Wenn meinem Sohn auch nur ein Haar gekrümmt wird, mache ich dir das Leben zur Hölle. Warum wärst du dich so gegen deine Liebe zu Frau Schneider? Ist es, weil du jünger bist als sie? Du musst nicht schreien, ich bin nicht taub. Ach, keine Angst, es hört schon keiner mit. Ja, und was Charlie angeht? Na
Ja, ich mag sie sehr. Als Mensch. Mhm. Was heißt denn hier als Mensch? Ja, natürlich auch als Frau. Sie ist großartig. Ich hab Spaß mit ihr. Hätte ich mich sonst in solche Unkosten gestürzt? Hm? 100 Euro pro Karte, die ticken doch nicht ganz richtig. Musical, weißt schon. Woher hattest du das Geld dafür? Ach, Engelchen, du weißt doch, dein Vater hat immer eine kleine Reserve. Die in der Küche stand. Das Haushaltsgeld aus der WG-Kasse, schäm dich. New York, Rio, Tokio, Kapverden, danke, St. Petersburg, Neuseeland, Australien, Bahamas, Hawaii. Ich leg Gregor die Welt zu Füßen. Ist das nicht normalerweise Aufgabe der Männer? Mir egal. Jedenfalls ist die Reise mein Hochzeitsgeschenk. Hat eine ganz schöne Stange Geld gekostet. Ja, ich habe alle meine Reserven zusammengekratzt. Aber man heiratet ja schließlich nur einmal. Ich beneide euch. Und wo es uns am besten gefällt, dort bleiben wir. Vielleicht für immer. Und fangen ganz nah an. Bin mal gespannt, was Gregor dazu sagt. Ich glaube, er ist heilfroh, wenn er der Kneipe endlich Adieu sagen kann. Absolut no limits. Kaum wiederzuerkennen. Der Umbau hat sich wirklich gelohnt, Gregor. Und im Nachhinein hatte eure kleine pyrotechnische Einlage auch sein Gutes. Schön, dass du das so siehst, aber noch einmal will ich sowas nicht miterleben. Wie ich mich auf Max' Gesicht freue. Ich will es dir am liebsten jetzt schon zeigen. Ich glaube, du musst dich noch ein bisschen gedulden. Was denn? So nach dem Motto, nochmal schlafen, dann kommt der Weihnachtsmann? Ich bin so schlecht in sowas. So ähnlich. Aber das hier ist wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Das hier wird unsere Existenzgrundlage. Als Nestbauer hast du wirklich Talent. Geben wir zu, ich hatte auch ein bisschen Glück. Und Max steht dann in der Küche. Ja, kulinarisch werden wir dann dem Schneiders das Wasser reichen können. Und es wird einfach herrlich. Wir werden den ganzen Tag zusammenarbeiten. Wir werden eine Familie gründen. Wie viele sind wir heute eigentlich? Ich glaube alle. Coco auch? Ja, die müsste gleich mit dem Hundeausführen fertig sein. Die eine arbeitet mit Hunden, der andere mit Pferden. Das ist schon ganz schön animalisch hier. Tja, da passen Sie doch als Stinktier hervorragend rein. Naja, ich diniere auswärts. Ja, mit 150 Euro aus der WG-Kasse kann man sich bestimmt ordentlich was zwischen die Kiemen schieben. Andi! Kannst du nicht einmal die Klappe halten? Nö. Hallo, Vanessa. Ihr Vater ist da? Ja, Frau Schneider, kommen Sie rein. Welch hoher Besuch. Ach ja. Hallo zusammen. Hallo, Charlie. Hallo. Na, wollen Sie zu mir? Um ehrlich zu sein, wollte ich zu Vanessas Vater. Teuerste, soeben ist in diesem Raum die Sonne aufgegangen. Der Typ hat eine Meise. Absolut. Hey, und Sie wollen wirklich in dieses Mega-Musical, wo allein schon die Programmhefte ein Vermögen kosten? Naja, so schlimm ist es auch nicht und ich bin ja eingeladen. Ja, und ich glaube, wir sollten jetzt auch gehen, sonst kommen wir noch zu spät. Ja, ciao. Tschüss. Ciao. Und Kinder, ja, schön brav bleiben. Wo hat ihr auf einmal das Geld her? Ist doch wohl klar. Unsere Kasse ist leer und seine ist voll. Ihr seid so gemein. Mein Vater hat echt hart dafür gearbeitet. Guten Morgen, Schwester Ursula. Störe ich? Keineswegs. Ich habe mir nur einen Rat geholt. Ich dachte, Sie beten. Manchmal ist das das Gleiche. Was gibt's denn Neues? Ich hoffe, Sie haben an diesem Tag Zeit. Für eine Hochzeit immer.
Ich freue mich für Sie, dass sich alles zum Guten gewendet hat. Im Nachhinein finde ich es auch unglaublich, wie viele Missverständnisse zwischen Gregor und mir waren und wie viele Umwege wir gegangen sind. Ja, die Wege der Liebe und die Wege des Herrn, manchmal ähneln sie sich auf seltsame Weise. Aber jetzt können wir nach vorne sehen. Wir wollen nämlich auswandern und neu anfangen. Ja, wenn ihr beide das wirklich wollt und wenn ihr an euch glaubt, dann werdet ihr das auch schaffen. Ja, natürlich steckt Tanja dahinter, da bin ich mir ganz sicher. Aber beweisen können Sie das nicht? Ja, dafür habe ich ja Sie. Weiß die Polizei inzwischen von der Entführung? Um Gottes Willen, kein unnötiges Risiko. Aber wenn es sich bei der Entführerin um Frau von Anstetten handelt... Für den unwahrscheinlichen Fall, dass sie nicht hinter dieser Schweinerei steckt. Ich will natürlich das Leben meines Sohnes auf gar keinen Fall gefährden. Verstehe. Ja. Außerdem kann ich die Polizei immer noch einschalten. Dann mache ich mich ans Werk. Ja, und sobald es etwas Neues gibt, erfahren Sie es sofort. Herr Sieger, tun Sie, was nötig ist, aber bringen Sie mir meinen Sohn zurück. Sag mal, genüge ich dir nicht mehr? Oder musst du jetzt auch noch mit deinem Notebook spielen? Laut Umfrage haben deutsche Paare nur 100 Mal Sex im Jahr. Und weil wir unser Pensum für dieses Jahr schon übererfüllt haben, setzt du dich morgens gleich an die Kiste? Nein, ich bin gerade auf der Website von der Uni. Oh, wirklich nicht so sexy. Ich habe gestern noch mal mit dem Prof gesprochen. Immer noch wegen der Tutorenstelle? Ja, er hat sein Angebot erneuert. Wenn ich möchte, kann ich vielleicht schon im laufenden Semester anfangen. Hey, ich will viel eher nach Berlin als nach Kanada zu deiner Mutter. Ja, hey, dann auf nach Berlin. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich meinen Vater alleine lassen kann. Also auch wenn man das manchmal nicht glauben kann, aber dein Vater ist tatsächlich volljährig. Trotzdem, er macht gerade eine kleine Krise durch. Der ganze Mann ist eine einzige Krise. Ich wäre schon ganz froh, wenn wir ihn mal eine Weile nicht sehen. Was habt ihr alle gegen ihn? Ich frage mich, ob er nicht vielleicht doch das Geld genommen hat. Ist das die Antwort? Bevor Privatdetektiv Beinbach weitere Mutmaßungen anstellt, könnte er besser Frühstück machen. Das Geld wird schon wieder auftauchen, ganz bestimmt. Oh. Hat meine Süße Hunger? Ja, so wenig Liebe muss man doch kompensieren. Das antut. Er wird dafür bezahlen. Ja. Frau von Anstetten, Ihre Schwester. Werfen Sie sie in den Burggraben. Wie bitte? Ihre Litaneien und Entschuldigung gehen mir auf die Nerven. Vielleicht überlegst du dir das lieber nochmal. Was willst du? Komm mit. Ich muss dir was zeigen. Wer ist heute eigentlich mit Einkaufen dran? Andi! Von welchem Geld, bitteschön? Gute Frage. Ihr müsst doch nur ordentlich suchen. Wir haben die ganze Küche auf den Kopf gestellt. Offensichtlich nicht gründlich genug. Da drüben findest du übrigens nicht mal mehr Dreck. Wer sucht, der findet. Das ist nett gemeint, aber sinnlos. Wir haben die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt. Ach, du hast das Geld gefunden. Ja, wer sagt's denn? Dann ist ja alles super. Andi, kannst du einkaufen?
glaube ich ja gar nicht. Naja, da kannst du mal sehen. Das ist das letzte Mal, dass ich dir aus der Patsche geholfen habe. Ja, wir wandern aus. Das ist die Chance für uns. Ja, natürlich kommen wir euch besuchen. Gleich nach der Hochzeit geht's los. Ja, ach, Mimi, und grüß Nico von mir, okay? Bis bald. Hast du deine geheimnisvolle Mission schon beendet? Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Wir können sofort durchstarten. Und was macht deine Überraschung? Die ist auch fertig. Am liebsten würde ich jetzt schon... Ich kann es kaum erwarten. Das geht mir ähnlich. Hast du vielleicht einen klitzekleinen Tipp für mich? Naja. Liebe geht durch den Magen. Du schenkst mir einen Kochtopf? Eine Bratpfanne. Und selbst? Das Wandern ist es mir das Lust. Na, was für ein Glück, dass ich kein Müller bin. Sie selbst? Maike, was soll der Schwachsinn? Entführt. Sag mal, bist du noch zu retten? Hast du ihn hier alleine gelassen? Die Nachbarin hat gesagt, sie passt auf. Wie tröstlich. Was soll der Schwachsinn überhaupt? Du hast doch gesagt, ich solle deinen Sohn wiederholen. Nichts anderes habe ich getan. Und wenn ich das nächste Mal sage, spring von der Brücke, tust du das auch? Gut, dann sage ich das. Wie kann man es einfach nie recht machen? Freiwillig hätte Ansgar den Kleinen noch nie rausgerückt. Na, herzlichen Glückwunsch zu deiner Menschenkenntnis, Schwester. Nochmal kann er mir eh nicht vorgaukeln, dass er mich liebt. Ansgar hat eh anderes zu tun. Wenn er davon erfährt, wird er uns die Hölle heiß machen! Tut mir leid. Dass ich gedacht habe, dein Vater hätte das Geld geklaut. Manchmal macht er es einem nicht so leicht. Das ist wohl wahr. Ich bin immer gespannt, was das mit ihm und Charlie geben wird. Die beiden mögen sich. Ja, nur weil er sie ins Musical schleppt. Was machen Leute denn sonst so, wenn sie sich kennenlernen? Die gehen ins Kino. Ach, Vanessa, du weißt ganz genau, wie ich das meine. Felix, mein Vater ist kein schlechter Mensch. Und er will wirklich was von Charlie? Am Anfang habe ich auch gedacht, das ist wieder eine von seinen komischen Ideen. Aber er blüht wirklich auf in ihrer Gegenwart. Ach, Bernd blüht nur auf, wenn er Geld wittert. Wie kannst du sowas nur behaupten? Als er mal auf der Couch geschlafen hat, da habe ich einen 10-Euro-Schein fallen lassen. Er schlummerte selig weiter. Na also? Bei 50 Euro ist er wach geworden. Felix, die beiden mögen sich wirklich. Ja. Bernd und der Geldschein? Nein, Bernd und Charlie. Okay. Ich glaube, Bernd muss endlich sein Leben ohne mich leben. Und ich ohne ihn. Ich kann nicht immer für ihn da sein. Und wie willst du das anstellen? Bernd bleibt. Wir gehen. Wohin auch immer wir wollen. Was? Meinst du das wirklich? Mit dir immer. Aber vorher sagen wir den anderen noch nichts, okay? Okay. Was wäre dir lieber, Standesamt oder Kirche? Ich finde beides gut. Aber ich glaube... Kirche ist schon etwas Besonderes. Einen Vorteil hätte die standesamtliche Trauung auf jeden Fall.
Dann sind wir schon mal vor dem Gesetz verheiratet und ich kann mich endlich von ihr aushalten lassen. Die Rolle hätte ich eigentlich für mich vorgesehen. Nein, was ich meine, ist, dass ich dir meine Überraschung dann schon zeigen kann. Du hältst es wohl keine Sekunde länger aus. Ich weiß nicht, ob ich heute Nacht schlafen kann vor Aufregung. Na, das kriegen wir schon hin. Es ist doch nicht verboten, wenn man sich seine Überraschung schon vor der Hochzeit zeigt, oder? Und was nicht verboten ist, ist erlaubt. Ah. Komm, dann los. Ja. Was? Willst du doch bis morgen warten? Losen wir, wer zuerst seine Überraschung zeigen darf. Okay. Schnick, schnack, schnuck. Wir spielen mit allem. Der erste Versuch zählt. Gut. Schnick, schnack, schnuck. Gut. Du bist als Erster mit deiner Überraschung dran. Eine Entführung. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ich mir auch nicht. Ansgars Sportwagen hast du auch demoliert? Das Schwein hat es nicht anders verdient. Und sogar einen Erpresserbrief geschrieben? Er sollte sich mal so richtig beschissen fühlen. Diese Einsicht hättest du vor Gericht haben sollen. Dann wäre die Sache anders ausgegangen. Es tut mir ja leid. Aber jetzt habe ich meinen Fehler doch wieder gut gemacht. Und solange Ansgar wirklich glaubt, dass der Kleine entführt wurde, könnt ihr euch in aller Seelenruhe absetzen. Genau das werde ich nicht tun. Damit rechnet Ansgar doch. Aber wenn er dich hier mit deinem Sohn findet, dann nimmt er ihn dir auch weg. Ja, kluges Kind. Wir werden beide in Schwierigkeiten kommen. Er wird uns die Polizei auf den Hals hetzen. Ich würde meinen Kleinen niemals wiedersehen. Also ich finde, so langsam könnte es aber mal losgehen. Sekunde mal, ja? Normalerweise hättest du bis morgen warten müssen. Als ob du so lange ausgehalten hättest. Tja, aber jetzt ist es gleich soweit. Du kannst die Augenbinde schon mal abnehmen. Ein bisschen dunkel hier. Sekunde. Wow. Das war das alte No Limits? Der Hammer, oder? Unglaublich. So, und jetzt zeig mir endlich deine Überraschung. Das ist meine Überraschung. Ich habe das No Limits gekauft. Es gehört uns. Das hier ist unsere Zukunft. Hier werden wir zusammen alt. Da bist du platt, hm? Huh?